Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Darkstar One. Ja, und ich würde sagen, jetzt können wir wieder ins neuere System und schauen uns mal bei Cabra Coy diese Sidequest noch an und nehmen die noch mit. Roger, halte Position. Kommen wir nicht direkt hin. Okay. Das gibt wieder Piratenprobleme. Ich sehe es kommen. Ist halt die Frage, müssen wir den Spaß mitmachen oder können wir vielleicht auch einfach abdüsen? Sieht nicht so aus, ne? Ja, wir sind schon, werden schon angegriffen hier. Ich sollte mir zumindest mal so ein paar Geschütztürme zulegen, ne? Ist halt die Frage, wann bekommen wir die, ne? Sache für sich hier. Weil dann haben wir auch Selbstverteidigung, auch wenn wir quasi auf der Flucht sind, so beim Wegfliehen. Ne? Das muss ich mal in Erfahrung bringen, ja. Das interessiert mich jetzt mal. Das ist ein Chef. Waffenklasse 2, keine freien Plätze. Wie kriege ich denn freie Plätze für Geschützte? Geht doch nur hier durch, oder nicht? Leitzentrale am ankommenden Frachter. Nehmen Sie Ihren Platz in der Warteschleife ein. Ich muss den Rumpf quasi zweimal aufrüsten, dann kriege ich das, ja. Nochmal besiegen. Super. Oder die besiegen mich. Das ist auch gut. Das ist natürlich jetzt blöd. Flüchten. Wer weiß das schon so genau? Nee.
shit. Mal gucken, ob wir so abhauen können. Wir sind ja sonst echt unspielbar hier. Ein bisschen leveln müssen wir wohl schon. Das wird nämlich auch nicht einfacher, das wird schwerer. Notfalls muss ich halt diesen Script-Trick machen wegen der Flottmission. Hilft dann alles nichts, das wäre ja sonst unspielbar hier. Na klasse. Holy shit, der hat verdammt gute Waffe, oder? Das ist auch immer. Damit macht er mich so fertig, ne? Tja. Das wird noch übel hier. Ja, dann muss ich wohl mal, ne? Einmal. Zweimal. Zumindest einen geschützt, ne? Ihre Waffenklasse erreicht, Big Bang. Ja. Dann. Ich denke mal, Rail ist ganz gut, ne? Wenn wir das Ganze mal aufpimpen. Müssen wir halt mal Geld reinstecken, ne? Frachtcomputer. Schön einbauen hier. Energieschild. Energieerzeugung ist sicherlich auch wichtig. Mal gucken, wie wir so jetzt auf Dauer erstmal weiterkommen. Bessere Nachbrenner wäre wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, ne? 50%, 10 Sekunden. Aber gut, 2 Sekunden macht den Kohl nicht fett, ist jetzt noch nicht so schlimm. Aber jetzt ist das Geld erstmal gut weg. So. Kappa-Koi gibt es die Sidequest. Dort gibt es ein Artefakt. Ja, wir holen uns die Sidequest erstmal. Dass die reinkommt. Wir haben wirklich viel Geld gebraucht.
zur Handelsstation. Piraten. Ja komm, dann testen wir das Ganze alles, was wir haben, gleich mal aus. Wenn wir es denn schaffen rechtzeitig. Ich glaube, die werden ganz gut fertig gemacht hier. War ja nur einer. Aber das Kopfgeld haben wir mitgenommen, ne? Besser als nichts. Das weiter. Wir benötigen so die Side Quest und Abflug. So, dann holen wir uns wie ursprünglich eigentlich einmal geplant das Artefakt. Können wir uns jetzt sogar in aller Ruhe holen, weil es keine Piraten hier gibt. Oh, ja. Das ist nett. Ja, und danach können wir erstmal die Sidequests erledigen. Kann man ja schon mal einrichten. Das Ding ist schneller geworden, ne? Kümmern wir uns um die Sidequest und dann schauen wir mal, was da so los ist wegen Eona. Story weiterspielen, also die Hauptstory, ne? Da ist Chiron, der Vierte im Bunde. Dann sind wir komplett. Geben wir dem Kreuzer etwas Rückendeckung. Hier Kreuzer Keoma 4. Gut, dass ihr uns zu Hilfe kommt. Unsere Energiesysteme sind sabotiert worden und wir sitzen hier fest. Kümmert euch um die Raptor-Söldner. Oh, lass mich hinkommen und dann räumen wir auf hier. Hier Keoma 4. Dort hinten befindet sich ein Raptor-Kreuzer, der auf dem Weg zu uns ist. Hoffentlich haben wir unsere Energiesysteme bis dahin wieder in Gang gebracht. Raptor-Söldner sind schon mal erledigt. Das war's. Keine mehr von den Halunken übrig. Zur Hölle. Das Raketenlager wurde getroffen.
Aggressor ist beseitigt. Okay. Da starten neue Jäger vom Raptorkreuzer. Tja, dann bis zur nächsten Folge, wenn wir das mit einem einfachen Schwierigkeitsgrad machen. Macht's gut oder besser.